Hi Freunde und herzlich willkommen zu meinem Channel und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe vor Bro habe ich wieder zwei Sorten gefunden, von denen ich überhaupt nicht wusste, dass es die gibt. Die habe ich in Frankfurt beim Kiosk gefunden. Irgendwas City Store oder so heißt der, der Kaiserstraße. Naja, und zwar habe ich hier den zweiten am Start für euch. Den wollte ich euch heute noch rausgeben. Also das ist Review, weil 4Bro ist bei mir immer sehr beliebt gewesen. Keine Ahnung, wo die Liste von 4Bro hing. Da muss ich eine machen. Kriegen wir hin, mache ich heute Abend. Dann könnt ihr euch die ganze Liste mal angucken. Aber hier haben wir erstmal 4Bro Eistee Apricot Strawberry. Also bleibt dran. Ja, 4Bro Eistee Aprikose. Aprikose-Erdbeergeschmack. Das ist auch eigentlich eine Mischung, die nicht schlecht ist. Ich kann mich erinnern an einen Red Bull, das ist noch gar nicht so lange her. Hier. Das war vorgestern. Aprikose-Erdbeer. Red Bull. Ja. Und das trinke ich nach wie vor gerne. Das ist eine geile Sommeredition gewesen. Also, wow. Der Aprikot-Edition, die gibt es ja jetzt dauerhaft anscheinend. Wundervoll, wirklich sehr gut. Kann man so lassen. Und jetzt haben wir hier das. Also, zu den Fakten. Wir haben 27 Kilokalorien, was wirklich klasse ist. Und nur 6,6 Gramm Zucker, das ganze Ding. Also, man kann es eigentlich trinken, ohne Reue zu haben. Dass man jetzt irgendwie zu viel Kalorien sich in sich aufgenommen hat, die man dann abpumpen muss, also trainieren muss oder abhungern muss, wie auch immer. So, sieht auch ordentlich aus, das Design ist ansprechend. Becher ist am Start, also öffnen wir. Vom Bro habe ich ja schon einige getestet, also wirklich. Vorhin habe ich ja, hoppla, vorhin habe ich das mit dem Erdbeer-Strawberry-Cream habe ich getestet. Also, das kommt auf jeden Fall in meine Top-Liste. Ja, wenn ich mal eine mache, wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, ich erstelle euch eine. Vielleicht setze ich mich dieses Wochenende mal dran. Ich muss mal gucken. Es gibt so viele Produkte von 4Bro, die ich bisher getestet habe. Und da kann man dann sagen, okay, ja, machen wir doch mal eine Top, wie viel, Top 10 oder was vielleicht. Muss man mal gucken. Also, schenken wir ein. Das ist jetzt ein Eistee. Das andere war ein Saft, der aber wie ein Eistee geschmeckt hat. Interessanterweise. Und das fand ich cool. In dem Fall. Fand ich richtig geil. Und man hätte noch diesen Erdbeer-Cream hätte man auch, anstatt Juicy, hätte man den auch Eistee nennen können. Hätte es genauso getroffen vom Geschmack her. Aber ist super geil. Gefällt mir. Ich kann noch meinen Mika mal halten. Spezial für euch. Ich habe nämlich noch hier noch nicht in den gelben Sack reingemacht. Hier. Ja? So. Also. Es sieht aus wie. Ja, also das andere sah irgendwie genauso aus. Es sieht ganz haargenau aus wie das andere. Haargenau. Haargenau wie das andere sieht es aus. Das hat auch diesen leichten Rosé-Touch. Hat keine Bubbles am Start. Boah, geil. Und es riecht wie Aprikose, Erdbeer, nur ohne, wie beim Red Bull, nur ohne Energy dabei. Jo, also vom Design her, und die guckt mal, dieses aufgemalte, ist doch super. 5 Sterne vom Design schon mal. So. Prost. Super. Ich hatte mal einen Aprikosentee, der hat genauso gerochen. Erdbeer, ja, rieche ich raus, aber Aprikose, es ist eigentlich schon eine perfekte Mischung. Kann man ja gar nicht anders sagen, das ist perfekt. Das riecht absolut geil. Wenn es das als Parfüm gäbe, bei einer Frau, macht ihr drauf und ne, so. Ja, also würde ich durchaus geil finden. Also, Prost. Oh.
Okay. Man schmeckt raus, dass es auf jeden Fall auch ein Eistee ist und es schmeckt perfekt abgestimmt, Aprikose hier und Erdbeer. Es schmeckt nicht so sehr nach Aprikose und es schmeckt nicht so sehr nach Erdbeer. Es will da keine Frucht wie die andere irgendwie geschmacklich verdrängen oder gar ersetzen. Es schmeckt wunderbar, es schmeckt wirklich klasse. Also das ist auf jeden Fall in meinen Top 10 dabei. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist fast sogar noch, also es ist ähnlich gut wie das. Es ist fast sogar noch ein Tick besser, finde ich das jetzt. Es ist fast sogar noch eine kleine, aber wirklich nur eine Idee besser als dieses Cream. Obwohl das auch super geil ist, also gibt's nichts. Also die Leute bei 4Bro, die machen sich wirklich Gedanken um ihre Produkte. Es gibt ja ganz viele so Getränkehersteller und die hauen die Scheiße raus und braucht man nicht probieren vorher, habe ich das Gefühl. Und dann trinkt man da was, wo ich denke, Alter, neulich habe ich irgendwas fermentierte Tee, irgendein Kram, also ich musste fast kotzen davon. Weggeschüttet. Ekelhaft. Die waren beide scheiße. Ja, fermentierte Sachen habe ich schon getrunken und da waren auch wirklich gute Sachen dabei. Aber das, also sorry. Und das dann noch Tee zu nennen. Also, und das hier ist, es schmeckt wirklich super geil. Es ist auch nicht so süß, es schmeckt nicht so süß. Man hat nicht diesen komisch süßen Geschmack auf der Zunge, so von wegen, ja. Ne? Also es zu babbig ist, dass es maulbabbig anfühlt. Es ist einfach. Im Sommer kann ich mir das gut vorstellen. Diese zwei, die könnte ich mir im Sommer sehr gut vorstellen, dass man die schön im Sommer trinkt. Also, wenn es im Sommer noch gibt, dann hole ich mir die auf jeden Fall ein paar mehr für den Sommer. Für unterwegs sein ist das wirklich klasse. Also, es gibt 5 Sterne von 5 möglichen Sternen für den Geschmack und das hat es auch mehr als verdient. Und jetzt seid ihr aber wieder in der Reihe, wie immer, denn ich beziehe meine Community immer ein. Ich glaube, ihr schätzt das auch ein bisschen an mir. Wenn auch nicht so viele schreiben, wie ich möchte, wie ich mir wünschen würde. Also über jeden Kommentar, sei er gut, sei er schlecht, freue ich mich. Über jedes Abo freue ich mich. Über jedes komplett angesehene Video freue ich mich. Haut rein, guckt euch die Playlist noch und runter. Wie gesagt, die 4Bro-Playlist, die ist irgendwie abhanden gekommen, aber ich werde die heute Abend erstellen und alle 4Bros da reinhauen, dann ist das kein Problem, dann könnt ihr die direkt gucken. Würde ich sagen, bis demnächst und gute Fahrt, Jungs und Mädels.